Wie? Wie Wechselstrom. Wechselstrom ändert regelmäßig die Fließrichtung, während Gleichstrom immer konstant in eine Richtung fließt. Für die Stromübertragung wird vor allem Wechselstrom genutzt. In Deutschland wird dieser Strom auf verschiedenen Spannungsebenen übertragen. Das Übertragungsnetz befördert Strom mit sogenannter Höchstspannung über weite Strecken und sorgt für die grobe Verteilung in die Bundesländer und auch ins Ausland. Das Verteilernetz übernimmt den Transport auf der Hochspannungsebene in die einzelnen Regionen. Auf der Mittelspannungsebene wird Strom innerhalb einer Region verteilt. Die Niederspannungsebene dient schließlich der Feinverteilung von Strom an die einzelnen privaten Haushalte. Der Vorteil von Wechselstrom ist, dass der Wechsel dieser einzelnen Spannungsebenen mithilfe von Transformatoren relativ einfach möglich ist. Für den Transport hoher Energiemengen über große Entfernungen eignet sich Gleichstrom besser, da die Energieverluste bei der Übertragung geringer sind als bei Wechselstrom. Für längere Strecken sind deswegen Gleichstromleitungen geplant. Für alle anderen soll weiterhin Wechselstrom zum Einsatz kommen. Mehr Informationen zum Stand dieser Vorhaben finden Sie auf netzausbau.de/vorhaben.